bin ich aufgewachsen, hier bin ich daheim. Als Immobilienmaklerin spare ich Ihnen Zeit und Emotionen beim Verkauf Ihrer Immobilie. Was mich von den anderen unterscheidet? Als ehemalige Rechtsanwältin im Immobilienrecht bringe ich mein Wissen, meine Kenntnis und meine Expertise in meine tägliche Arbeit ein. Für einen rechtssicheren Verkauf und zufriedene Kunden. Noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich und nur provisorisch für diese eine Veranstaltung vorbereitet, war das Foyer im Neubau, wo sich später einmal der Haupteingang des Inklinikums befinden wird. Vorbereitet hatten es die Verantwortlichen für den Besuch der bayerischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach. Da die sich verspätete Genossen, Bürgermeister, Kreisräte, Chefärzte, Ärzte, Klinikmitarbeiter und MDLs den voradventlichen Austausch bei Kaffee und Plätzerl. Dann kam die Ministerin im Geleit von Landrat Max Heimerl, MDL Sascha Schnürer, Bürgermeister Michael Hetzel, den Vorständen der Kreiskliniken und von Mitarbeitern von Landratsamt und Klinik. Landrat Max Heimerl hieß die Gäste willkommen und erläuterte den Zweck des Ministerbesuches. Judith Gerlach wollte sich selbst einen Eindruck von der Umstrukturierung des Innenklinikums machen, die die Landkreise schon lange vor Bundesgesundheitsminister Lauterbachs Klinikreform in Angriff genommen hatten. Damit hieß er sie herzlich willkommen und erachtete ihren Besuch als besondere Wertschätzung. Max Heimerl hieß aber auch alle anderen willkommen und war überzeugt, ohne sie alle wären sie nicht dahin gekommen, wo das Inklinikum heute steht. Max Heimerl war überzeugt, der eingeschlagene Weg mit den neuen und zukunftsfähigen Strukturen hat die Existenz des Inklinikums für die Zukunft gesichert. Dabei haben wir aber immer im Blick behalten, dass wir die bestmögliche Gesundheitsversorgung für die Menschen, für unsere Region im ländlichen Raum erhalten wollen. Das hat schon die Pandemie gezeigt, in der das Haus besonders belastet war. Mit dem Abbau von Doppelangeboten und der Bildung von Zentren haben sie es geschafft, die bestmögliche Versorgung der Patienten im ländlichen Raum zu bieten. Qualifiziertes Personal gewinnen. Dabei waren nicht nur medizinische Fragen zu beantworten, sondern auch die Frage nach der Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Gewinnung qualifizierten Nachwuchses. Das alles mit einem enormen Defizit im Nacken, das beide Landkreise je zur Hälfte tragen müssen. Dieses Defizit schränkt inzwischen die kommunale Handlungsfähigkeit enorm ein. Das geht inzwischen zulasten allfälliger Sanierungen, etwa der Straßen in den Landkreisen. Da die Trendwende inzwischen eingeläutet ist, sehen Sie Licht am Ende des Tunnels. Dem Auftrag, das Defizit zu reduzieren, kommen Sie gemeinsam nach. Das geht aber nicht aus eigener Kraft. Damit bat der Ministerin Gerlach, die Forderung der Basis weiterzuleiten. Wir brauchen eine Refinanzierung der Betriebskosten. Nötig ist auch eine Zwischenfinanzierung, bis dann die Reform kommen wird. Wir brauchen jetzt auch eine Zwischenfinanzierung. Dabei hoffte Max Heimerl auf eine neue Bundesregierung. Wir brauchen eine Reform, die auch die Bedürfnisse der ländlichen Regionen, nicht nur der Städte, in den Blick nimmt, weil die Situation in der Stadt halt einfach eine andere ist. Der Landkreis hat seine Hausaufgaben gemacht. Und mit dem Neubau, der Anfang nächsten Jahres dann auch fertig werden wird, sind wir dann auch baulich auf einem modernen Stand. Max Heimerl dankte allen für die Unterstützung, besonders dem Freistaat, der Krankenhausplanung mit den Verantwortlichen vor Ort macht. Und das hat schon mit Klaus Holecek gut funktioniert. Macht Krankenhausplanung mit den Verantwortlichen vor Ort. Langsam tragen die Anstrengungen Früchte. Einmal steigen die Patientenzahlen an und zum anderen konnten sie neue Fachkräfte gewinnen. Das Innenklinikum ist also auf einem guten Weg, hat aber noch viel zu tun. Und liebe Judith, es hat uns auch sehr gefreut, dass du in deiner letzten Regierungserklärung uns unter anderem auch als positives Beispiel für diese notwendige Transformation mit erwähnt hast. Wir nehmen das natürlich sehr dankbar und auch sehr, sehr aufmerksam wahr. Klinikengeschäftsführer Thomas Ewald stellte den Transformationsprozess in aller Kürze vor. Das Bundesgesundheitsministerium sieht einen Zeitraum von 4 Jahren für die Krankenhausreform vor. Aus der Sicht des Praktikers hatte er 10 Punkte zusammengetragen, die ihn an der Reform störten. Vieles davon ist tatsächlich nicht umsetzbar. Wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht. Zwar hat sich durch die Reformanstrengungen der Trend umgekehrt, es gilt aber noch besser zu werden. Kosten und Erlöse steigen unterschiedlich schnell, wie in allen Branchen in Deutschland. Es besteht also dringender Handlungsbedarf. Im Weiteren stellte Thomas Ewald die Veränderungen vor, die seit der Fusion 2019 bereits umgesetzt worden sind. Es war tatsächlich ein schmerzlicher
wirtschaftlicher Prozess, an dessen vorläufigem Ende eine tragfähige Versorgungsstruktur entstanden ist. Seit 2 Jahren bauen sie inzwischen die Versorgungsregion, die 4 Landkreise umfasst. Auch Berchtesgadener Land und Traunstein. Circa 1 Stunde Fahrzeit von Traunstein entfernt. Sie sind also auf einem guten Weg, fit zu werden für die Zukunft. Nochmal schön, dass Sie alle da sind und insbesondere an Sie, Frau Ministerin Gerlach, ein großes Dankeschön für die Unterstützung und schon würde ich gerne an Sie übergeben. Sehr geehrter Herr Landrat, lieber Max, sehr geehrter Herr Ewald, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank zunächst mal für die Einladung. Staatsministerin Judith Gerlach, war es kalt hier im Neubau? Ich habe es etwas unterschätzt. Sie freute sich aber doch über den vorbildlichen Weg, den die Innenkliniken beschritten haben und die anderen Beispiel sein kann. Es war schon mutig, den Neubau hier zu stoppen, nochmal zu überdenken, umzuplanen und so zu ändern, dass er zur neuen Struktur passt. Ganz wichtig. Hier werden also 2 Allgemeinpflegestationen entstehen mit insgesamt 118 Betten. Das unterstützt der Freistaat mit knapp 26 Millionen Euro. Den Weitblick werden die Verantwortlichen bayernweit auch weiter brauchen, weil halt jede Region andere Anforderungen hat. Sie sind deshalb ständig unterwegs und führen Gespräche mit Landräten und Bürgermeistern, um so zu verstehen, welche Lösungen für die Region die besten sind. So wie Herr Lauterbach das will, geht das eben nicht. Die Oberpfalz hat eben andere Anforderungen, wie etwa der Stadtstaat Hamburg. Das Hauptproblem ist tatsächlich die Finanzierung der Übergangszeit bis 2027, sogar bis 2029. Sie haben es vorhin im Zeitstrahl gezeigt, 2027 wirkt sich diese Reform erst aus und nach einer Konvergenzphase dann 2029 dann scharf geschaltet sozusagen. Bis dahin brauchen die Kliniken die Möglichkeit zur Umstrukturierung. Dreht man ihnen aber den Geldhahn zu, werden sie das nicht schaffen. Nur mit den besten Lösungen wird es gelingen, die Häuser zu erhalten, die, sind sie einmal geschlossen, so schnell nicht wiederzubeleben sind. Ihnen aber nach und nach das Wasser ab, grabe ich Ihnen das Wasser ab, dann haben teilweise die besten Kliniken keine Chance, weil die Betriebskosten Defizite sie völlig an den Rand bringen und teilweise auch die kommunalen Haushalte wirklich so immens belasten. Dabei mithelfen wird eine regionale Zusammenarbeit, wie sie Thomas Ewald bereits vorgestellt hat. Also, eine Reform ist nötig, die muss aber vor Ort umgesetzt werden, ohne das starre Raster, das Minister Lauterbach sich ausgedacht hat. Strukturieren, dass wir auch das Personal noch einfach vorhanden haben, um dann wirklich vor Ort ein gutes Angebot zu machen. Und besonders im ländlichen Raum kann man das nicht umsetzen. Deshalb brauchen die Bundesländer mehr Freiheit, um aufgrund örtlicher Gegebenheiten entscheiden zu können. Zusammen im gemeinsamen Betrachten, wie kann man sich gut aufstellen für die Zukunft, dann auch schauen, wem es was zuzuteilen. Leider hört Minister Lauterbach nicht auf die Länder, sodass die Reform im Bundestag beschlossen wurde. Ohne Auswirkungsanalyse übrigens. Es wurde im Übrigen beschlossen, ohne jegliche Auswirkungsanalyse. Finde ich auch sehr spannend. Als Abgeordneter stimme ich einem Gesetz zu. Deshalb sah Judith Gerlach Chancen, das Gesetz doch noch anpassen zu können. Das sah sie ohnehin als Aufgabe der neuen Bundesregierung. Und da muss einfach in Zukunft geschaut werden, dass es dort ein auskömmliches Wirtschaften gibt. Besonders, weil der Bund ja die Betriebskosten trägt und schon wissen muss, was da zu bezahlen ist. Es bleibt also spannend. Glaube ich, dass Sie da in vielerlei Hinsicht einen sehr, sehr guten Weg hier gegangen sind in der Region. Schon allein deswegen bin ich gerne gekommen, Herr Ewald, motiviert mich auch in Zeiten, die durchaus auch herausfordernd sind in diesem Bereich und wo wir noch einiges durchzukämpfen haben in den nächsten Monaten. Davon bin ich überzeugt. Aber ich weiß auch, dass es geht und dass es funktionieren kann und das zeigen Sie sehr, sehr schön. Von daher herzlichen Dank auch an Sie für Ihren Mut und für Ihren Weitblick und alles Gute auch für die weiteren Planungen und für den weiteren Fortgang. Vielen Dank. Nachdem sie den Kollegen einige Fragen beantwortet und Landrat Max Heimerl der Ministerin ein Dankeschön-Geschenkkorb überreicht hatte, war Judith Gerlach auch schon wieder weg, zum nächsten Termin anderswo in Bayern.